musst Felicitas sein. Felicitas musste erfahren, dass auch ihr Vater eine neue Freundin hat. Mach's gut. Layla wurde von Spider entführt und geriet in höchste Lebensgefahr. Ganz ruhig. Erst in letzter Sekunde konnten Manuel und Munir sie retten. Lass uns wieder Freunde sein. Fehler aus Liebe muss man verzeihen. Nach der Geschichte um Aaron haben sich Max und Julia wieder versöhnt. Warte, es geht gleich los. Ich habe noch ein paar Probleme mit dem Menü. Kleine Pause. Ah, egal, wir fangen jetzt einfach an. Guten Tag. Das ist Julia. Sie war vor kurzem noch sehr sauer auf mich. Aber jetzt nicht mehr. Max ist echt super lieb. Seht ihr? Und jetzt zeige ich euch mal die Schule. Ella hat sich ja noch gar nicht bei mir gemeldet. Vater hat mir nur erzählt, dass sie an Down schläft. Ich werde sie nachher auf jeden Fall besuchen. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Quatsch. Cool. Das sind Monia und Manuel. Und hinter ihnen sind Vivian, Hannes und Feli. Feli geht's gerade nicht so gut. Hannes, warte mal. Für das Ersatzteil, das du brauchst. Echt? Danke. Aber nur geliehen. Kannst du die Physikarbeit nicht verhauen? Kannst du die von mir übertragen? Ja, weiß ich doch. Ja. Hör auf, das ist für meine Eltern in Shanghai. Ach so, sag das doch gleich. Guten Tag. Alle mal herhören, bitte. Ich habe eine sehr gute Neuigkeit für euch. Laylas Entführer wurde festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Hey. So, jetzt zu eurer Post von zu Hause, Franz. Dann haben wir die Vicky, Julia. Für mich? Ja. Dann Hannes. Marina. Findest du das etwa lustig? Wieso hast du nicht gesagt, dass du noch einen Brief an Julia geschrieben hast? Als Aaron meine. Weil ich das nicht wahr meine. Ich bin nicht bescheuert. Ist es vielleicht meine Handschrift? Das bedeutet also, der ist wirklich von mir als Bruder aus Kühnhausen. Gib mal her. Betreutes Wohnen. Da arbeitet der bestimmt. Logisch, dass Jürgen das für einen Witz hält. Ja, aber wenn du ihr den Brief zurückgibst, schmeißt sie ihn bestimmt weg. Da bleibt nur eins. Ich mach auf. Spinnst du? Das darf man nicht. Wir haben keine andere Wahl. Liebe Schwester Julia, endlich habe ich dich gefunden. Moment mal. Vielleicht ist der Brief gar nicht von Aaron, sondern von irgendeinem Idioten. Kann auch sein. Wer macht denn sowas? Ach du Scheiße, hier steht, dass er will, dass sie ihn in Kühnhausen besucht. Wieso kommt er nicht einfach hier vorbei? Gute Frage. Ich habe eine Idee. Bevor wir Julia den Brief geben, sollten wir erstmal herausfinden, ob dieser Aaron wirklich existiert. Genau, das machen wir. Sicher ist sicher. Spider war schon immer ein Schwachkopf, aber dass er wegen Triebstau jemanden entführt. Ja, und warum hast du ihn denn damals überhaupt in deine Gang aufgenommen? Weil er die Mutprobe bestanden hat. Wie war die? Er musste eine Hauswand hochklettern und vom Dach eine Satellitenschüssel klauen. Hat er gemacht. Ging ruckzuck. Ich habe noch nie jemanden so klettern sehen. Bekloppt. Ich hab's natürlich runtergespielt. Okay, Spider, nicht schlecht. Aber da geht noch was. Ab da hat er mir jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Na toll. Hättest du den Spacken von Anfang an besser im Griff gehabt, dann wäre leider eine Menge erspart geblieben. Leg dich ab. Ich hab's ja kapiert. Hey! Hör auf, dich so an Milena ranzuschleimen. Tut er doch gar nicht. Ich wette, Stasis Alter hat Milenas Family nur vor der Abschiebung bewahrt, weil wir seinem Supersohnemann mit der Presse gedroht haben. Möglich. Aber beweist das mal. Wir sollten uns diesen Schreber noch mal vorknöpfen. Jederzeit. Nee, Lucky, anders. Ich weiß auch schon wie. Ah, Herr Hanak. Heute Abend große Fußball-Live-Übertragung bei mir. Ich wette, die Liga kriegt jetzt nochmal so richtig Drive. Herr Hanak? Hanak, der Fußballmuffel. Und da es an mir nicht liegen kann. Fußball ist natürlich kein Basketball.
Oder ist uns eine Laus über die Leber gelaufen? Mir geht einfach Leila nicht aus dem Kopf. Musste da Höllenqualen leiden, musste stundenlang glauben, dass sie sterben wird. Naja, das ist mir zu Ohren gekommen. Wie geht's dir denn? Ihr Vater hat gesagt, dass sie morgen wieder am Unterricht teilnehmen wird. Ja, ist doch wunderbar. Kann sie gleich meine Mathearbeit mitschreiben. Das halten Sie für realistisch? Na klar. Ich denke, sie wird selber am besten wissen, was sie sich zumuten kann. Außerdem sind wir hier nicht im Kuschelzoo, ne? Streichel. Wie heißt das? Naja, also. Mann, ich habe einfach Panik vor der ersten Stunde mit ihr. Da kann doch jedes Wort falsch sein. Wissen Sie, ich glaube, die Kinder halten viel mehr aus, als wir glauben. Ziehen Sie einfach Ihren Stoff durch. Und nicht aus dem Konzept bringen lassen. Hallo, wer seid ihr denn? Wir wollen zu Aaron Zuckmeier. Habt ihr euch angemeldet? Nee. Tja, dann wird das wohl nichts und macht das Ding aus. Oder habt ihr eine Drehgenehmigung? Aber der Name sagt Ihnen schon was. Ja klar, Aaron. Steht da drüben, aber er muss jetzt weg. Ciao, Aaron. Hey Jungs, ich hab gesagt, ihr sollt die Kamera ausmachen. Wir sind schon weg. Okay. Danke, Sie haben uns sehr geholfen. Mist, dass er so schnell weg war. Sieht Aaron Julia ähnlich? Keine Ahnung. Ich hab ihn drauf. Hier. Und, habt ihr mit ihm gesprochen? Nee. Man hat uns rausgeschmissen. Max. Es tut mir echt leid, dass ich dich so doll angeschrien habe. Du bist der beste Freund der Welt. Sag's doch einfach. Na, klappt's? Aber das hier gefällt mir irgendwie noch nicht so richtig. Sieht gut aus. Ach, jetzt nicht. Warum denn noch? Weil ich mich konzentrieren muss. Und wie lange noch? Ja, bis ich fertig bin. Oh, ihr Mädels macht die Sachen ja immer so kompliziert. Die Sache ist kompliziert. Aber das checkst du ja mal wieder nicht. Hey! Lass das, ich stehe da nicht drauf. Geht klar, Chefin.